Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es um das Oppo Band, ein Fitness-Tracker von der Firma Oppo gehen. Vielen Dank an Oppo Deutschland für die Leihgabe des Testgeräts. Danach, nach diesem Video oder nach meinem Test, geht das Gerät natürlich an euch zurück. Wir schauen uns heute mal den Verpackungsinhalt an. Natürlich den Tracker im Ersteindruck, verbinden das Ganze mit einem Smartphone und ich erkläre euch die Funktionen des Oppo Bands. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Ja, ihr habt hier schon das Oppo Band abgebildet. Hier nochmal der Schriftzug und hier das Firmenlogo. Also hier ist nichts überragend Wichtiges, was man erwähnen sollte. Und deswegen schneiden wir auch direkt die Folie auf, weil das Wichtige ist ja auch innen drin. Ich hoffe, ich schneide mich nicht. Es ist hier eine Verfolie um das Ganze drum herum gezogen. Die müssen wir erstmal hier abziehen. Hier hinten sind noch ein paar Specs drauf, aber die gehen wir jetzt nacheinander Schritt für Schritt natürlich durch. Wir machen hier unten mal die Verpackung auf und schauen, was uns erwartet. Ja, das kann man komplett rausziehen. Das ist wirklich toll. Hier ein Quick Start Guide in natürlich vielen Sprachen. Es ist die offizielle Version für Deutschland, also es ist kein Import oder irgendwas. Es ist das Oppo Band für Europa, für Deutschland. Hier noch Warranty Card, Safety Information und hier haben wir jetzt schon das Gerät selbst. Das heben wir gerade mal raus, schauen mal ganz kurz drüber. Jawohl, legen wir erstmal auf Seite und schauen, was noch im Verpackungsinhalt dabei ist. Das dürfte nicht mehr so viel sein, wenn ich es denn auch mal überhaupt rausbekomme. In einem kleinen Tütchen haben wir sehr wahrscheinlich das Ladecase, die Ladeschale. Ja, es ist eine Ladeschale, kein so, ist, sag mal, Pinstecker. Also ihr müsst das Oppo-Band hier dann doch reindrücken. Und oh, das Kabel ist doch relativ kurz. Das ist ein bisschen schade, dass das so kurz ist. Da kommen doch so die ersten Gedanken direkt an das Mi Band 5 zum Beispiel auf. Da war das USB-Ladekabel auch so kurz, es ist ein bisschen lustig, aber was soll's, sei es drum, man kriegt das Band natürlich damit auch geladen und außerdem, wenn es einem stört, kann man natürlich auch eine USB-Verlängerung sich noch zulegen. Hier in der Ladeschale habt ihr zwei Pins und sonst sehen wir eigentlich hier nichts, das Ganze ist aus Kunststoff, das ist ganz klar. Schauen wir jetzt mal weiter am Band selbst und hier ist noch eine Folie drauf. Die ziehen wir jetzt erstmal noch ab und dann seht ihr hier auf der Front ein 1,1 Zoll großes AMOLED-Display. Hier unten noch ein Oppo-Logo, der Oppo-Schriftzug und ja, wir haben natürlich Display-Ränder, das ist ganz klar. Zum Vergleich, zum Größenvergleich, hier habt ihr mal das Mi Band 5, da ist auch ein 1,1 Zoll großes AMOLED-Display verbaut und ich muss sagen, das Oppo-Band ist sogar etwas kleiner wie das Mi Band 5. Ich habe auch das Mi Band 6 gehabt. Videos findet ihr natürlich auch irgendwo hier oben im i oder unten in der Videobeschreibung. Das Mi Band 6 von mir ist im Moment auf Reisen. Das kann ich jetzt aber nicht mal als Referenz herbeiziehen. Ja, sonst ein Silikonarmband, wie man es kennt von einem Fitness-Tracker. Hier haben wir ganz viele Löcher für unterschiedlich große Handgelenke zum Einstellen, zum Zumachen und hier auch die Schlaufe hier, die erfahrungsgemäß doch irgendwann auch mal kaputt geht. Aber ihr bekommt zum Beispiel bei Amazon auch schon Ersatzbänder für das Oppo-Band. Verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung, auch natürlich zum Oppo-Band selbst. Zurzeit UVP 49 Euro bei verschiedenen Händlern oder auch bei Oppo direkt. Da schaut doch gerne mal vorbei. Ja, in dem Band ist dann die Kapsel auch noch eingeklipst. Ihr habt es vielleicht ein bisschen gehört. Da habt ihr sogar so kleine Widerhaken. Ich weiß nicht, ob ihr es auf der Kamera erkennen könnt. Da habt ihr aber auch dann auch kein Problem oder keine Angst müsst ihr haben, dass die Kapsel mal rausfällt. Wir schauen uns doch dann mal jetzt die Kapsel ein bisschen genauer an. Hier aus Kunststoff natürlich die Kapsel. Das ist auch klar, für den Preis kann man da auch nicht erst irgendwie mehr erwarten. Die Kapsel ist auch leicht gebogen, so ein bisschen die komplette Kapsel, nicht nur das Display, das sich so ein bisschen besser an das Handgelenk vielleicht anpasst.
Und hier haben wir natürlich auf der Rückseite, wie erwähnt, auch hier bei der Kapsel natürlich die zwei Ladepins. Wo habe ich jetzt die Ladeschale hingelegt? Hier ist sie. Und dann klipsen wir das mal rein. Ihr habt es gehört, das rastet auch richtig ein. Aber es dürfte auch mit dem Silikonband funktionieren. Wenn ich das jetzt mal auf die Schnelle wieder hier reinkriege, da muss man, glaube ich, ein bisschen üben. Es geht auch schwer rein, aber das finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Wenn man es jetzt nicht zum Laden immer rausnehmen muss, finde ich das jetzt gar nicht verkehrt, dass das so schwer reingeht. Dann schauen wir mal, wenn wir mal, jawohl, es knackt. Also ihr könnt es auch mit dem Band laden. Das hatten wir ja zum Beispiel bei dem Mi Band 5 dann ab dem Mi Band 5 ein bisschen anders gelöst. Aber das Mi Band 4 zum Beispiel, da musste man die Kapsel doch noch rausholen, ohne das Ganze kaputt machen zu wollen. Es ging auch mit viel Kraft, ja, aber hier braucht man nicht so viel Kraft, also das ist wirklich doch in Ordnung. Ja, dann haben wir natürlich hier hinten noch die Sensoren verbaut. Da haben wir die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu messen. Euren Puls natürlich oder auch den Sauerstoffgehalt in eurem Blut. Dazu kommen wir später nochmal. Da ist ein bisschen was zu erzählen. Ja, ich lege es mal an. Dann kann man mal schauen, ob das Band auch von der Größe her reicht. Ich habe etwas größere Handgelenke. Ich kriege es jetzt gar nicht hier rein. Doch jetzt. Aber das reicht auch für mich. Ich bin so ein bisschen im letzten Drittel. Aber es ist durchaus noch Platz, da ein bisschen noch größere Handgelenke zu haben. Also das ist jetzt wirklich in Ordnung. Also ich finde es gar nicht so verkehrt. Und jetzt muss man mal schauen, wie wir das einschalten. Sehr oft bei solchen Trackern, weil ihr seht, wir haben keinen Knopf oder irgendwas. Es ist nur das Display. Und ich kann jetzt auch nicht auf das Display drücken und das Band geht an. Wie bei so Fitness-Trackern. Üblich muss man das kurz in die Ladeschale einlegen und dann mal kurz anladen. Ich mache das mal schnell. Eine Ewigkeit später. Ja, willkommen zurück zu dem Video zum Oppo Band. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum ich das sage. Ja, ich habe eine Pause eingelegt. Ich habe das Oppo Band erstmal aufgeladen auf 100% und habe dann die Chance genutzt und habe das ein paar Tage getestet. Somit kann ich euch auch schon mehr jetzt dazu sagen, wie nur bei der Einrichtung und bei dem Unboxing. Also es wird auch so ein 4-Tage-Fazit-Review werden. Seid gespannt, wir machen jetzt weiter. Kommt in die Nahaufnahme, los geht's. Ja, und hier ist das Oppo Band. Ihr seht schon mal ein Watchface. Ihr könnt mehrere Watchface hier auf der Uhr hinterlegen und ihr seht, von rechts nach links könnt ihr swipen, um die Watchfaces zu verändern. Also da muss ich gleich dazu sagen, ist ein bisschen ja nicht gewöhnungsbedürftig, aber es passiert mir voll oft, dass sich das Watchface halt aus Versehen verändert, wenn man mal halt nicht richtig so wischt und dann ist es ganz schnell hier ein anderes Watchface. Okay, kann man sich drauf einstellen, ist auch nicht unbedingt ein Problem. Ihr seht hier, das Display wird sehr schön hell und da gehen wir mal in die Einstellungen, dass ihr mal seht, wir haben hier die Helligkeit nicht in Stufen, sondern in Prozent. Ihr habt hier 20, 40, 60 Prozent, 80 und 100 Prozent. Ich habe es für die Kameraaufnahme mal auf 100 Prozent geschaltet. Die ganze Zeit habe ich es auf 60 Prozent jetzt genutzt. Ja, ich habe es jetzt Tag und Nacht angehabt, die letzten Tage. Und muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr angenehm zu tragen. Man merkt es wirklich gar nicht. Und die 10,8 Gramm, wie ich auch schon erwähnt habe, man merkt sie wirklich am Handgelenk nicht, auch nachts nicht. Ich habe meinen Schlafrhythmus gemessen. Ich habe auch mal meinen Blutsauerstoff gemessen, meinen Puls gemessen. Ich habe auch mal einen kleinen Spaziergang getrackt und so weiter und so fort. Einzig, was mir eigentlich so ein bisschen fehlt, ist, dass hier GPS verbaut ist. Das müsst ihr halt über das Handy dann nutzen, über die App. Und ihr seht hier mein Training und meine Schritte zum Beispiel von heute. Ich bin heute viel gelaufen, wie ihr seht, fast 12.000 Schritte. Okay, für mich viel, sage ich mal. Und dann habt ihr hier auch die Schlafauswertung. Ich habe 5 Stunden 30 geschlafen. Und dann haben wir hier natürlich die Tiefschlafphasen und auch die Leichtschlafphasen. Also tief, ihr seht, immer mal unterbrochen, aber das ist ja normal. Und hier war ich einmal wach. Zwischendurch, das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, und was gibt es hier noch? Und hier kriegt ihr auch angezeigt, ob ihr auch genug Schlaf bekommen habt. Also ich habe 5 Stunden 30, das ist unzureichend. Man sagt so, zwischen 7 und 9 sind empfohlen. Aber das ist natürlich anderes Thema.
gut, wenn ihr das erreicht. Bei mir wird es meistens nicht so viel. Ja, der Tiefschlaf ist normal, das ist guter Durchschnitt, auch der Leichtschlaf und so weiter. Also ihr kriegt das alles aufgebröselt in der App. In der HeyTab Health App könnt ihr das alles verfolgen, was der kleine Fitness-Tracker, das Oppo-Band, so halt alles aufzeichnet. Ihr seht hier auch oben, ihr könnt die ganzen Daten mit Google Fit teilen und das verbinden. Das ist auch wirklich sehr schön gemacht. Die App finde ich doch ganz gut aufgebaut. Hier haben wir dann noch den Fitness. Ihr habt hier Laufen und halt Gehen. Andere Sportarten können wir mal kurz schauen. Da habt ihr die täglichen Aktivitäten auf dem Band. Dann haben wir hier Sport und dann haben wir hier Laufen im Freien, Indoorlauf. Was haben wir noch? Lauf zum Fettverbrennen. Das ist dann bestimmt so ein bisschen, ja, schnell, langsam Lauf. Und hier haben, was haben wir noch? Spaziergang im Freien, Radfahren im Freien, Indoorradfahren und so weiter. Rudergerät, Cricket, Federball haben wir auch. Schwimmen im Pool. Ja, dann haben wir noch hier Yoga, freies Training. Also ihr habt schon einige Sportarten zum Tracken. Das ist wirklich gut. Und wenn mal eine Sportart nicht dabei ist, dann könnt ihr, wie gesagt, freies Training nutzen. Ja, und das ist wirklich doch gar nicht so verkehrt. Und hier können wir es schon, wollte ich schon fast starten. Das ist mir auch aufgefallen. Also das Oppo-Band reagiert doch manchmal ein bisschen so, ja, ich will nicht sagen Fehleingaben, aber wenn man zu schnell wischt und dann hat man doch dann so ein kleines Problem, man muss etwas langsamer wischen, aber ich will jetzt nicht sagen, dass es ruckelt oder irgendwas, sondern vielleicht liegt es auch an meinen Fingern, das will ich jetzt gar nicht bestreiten. Ja, wir können hier noch bei der App auf Verwalten und noch weitere Ziffernblättern hier runterladen, wir können hier auch mal entdecken, da habt ihr ein paar zur Auswahl. Ihr seht hier verschiedene Kategorien und dann könnt ihr da euer Lieblings-Watchface natürlich auch auf das Oppo-Band laden. Dann haben wir hier auch Fotos, also ihr könnt ein Watchface aus einem Foto von euch erstellen, je nachdem, was ihr da aufgenommen habt. Das ist auch cool gemacht, finde ich. Und hier habt ihr noch die Weltuhr. Ja, sonst gibt es eigentlich gar nichts groß zu der App zu sagen. Ihr habt natürlich noch Einstellungsmöglichkeiten und so weiter. Ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich relativ zufrieden mit dem Oppo-Band. Es ist mir ein wenig zu vom Preisbereich zu hoch angesetzt, muss ich ehrlich sagen. Da gibt es natürlich auch Alternativen, wie mit dem Mi Band 6 zum Beispiel oder auch das Mi Band 5 ist auch noch gut im Rennen mit dem niedrigen Preis. Also da hat Oppo doch starke Gegner. Aber ich finde gut, dass Oppo auch hier in diesem Bereich was tut und sich positioniert. Der Akku, wie gesagt, soll so bis zu 12 Tage halten. Er ist ja 100 mAh stark. Ja, sonst die Verarbeitung gefällt mir sehr gut. Das Gewicht fällt mir sehr gut. Auch das Design, es ist ein bisschen breiter gehalten, zum Beispiel wie das Mi Band 6. Das gefällt mir eigentlich gut, auch wenn das Display jetzt nicht über die komplette Breite geht. Aber ihr habt ja meistens einen schwarzen Hintergrund beim Watchface, da fällt das gar nicht so auf und es gefällt mir eigentlich recht gut, dass es ein bisschen breiter ist. Ja, das Band selbst, es gibt auch Ersatzbänder, die verlinke ich euch gerne mal unten in der Videobeschreibung. Auch natürlich das Oppo-Band, da könnt ihr gerne mal schauen, ob das was für euch ist. Ich würde sagen, das soll es dann auch schon gewesen sein mit dem Video zum Oppo-Band. Danke nochmal an Oppo Deutschland für die Leihgabe des Testgerätes. Es geht natürlich danach an euch zurück. Und jetzt hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bleibt eigentlich nur zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.